Willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Yeah! So, wir müssen zur dritten Etage, in die dritte Etage, so. Auf die dritte Etage. Ja. Und Vater Martin da treffen. Der war da eben noch nicht, also ich nehme weiter auf. Macht der was? Irgendwie mittlerweile ärgern die einen mehr. Die erschrecken einen, stehen da rum, gucken mich an. Letzter Part war ja richtig schlimm. Ich geh mal zu ihm, der verarscht mich bestimmt nur. Alter, was ist das für einer? Ach, das ist der eine mit dem Penis, oder? Oh, der will mich... Man kann's ja mal probieren, Alter, du bist hässlich. Aber lustig sieht aus. Puh. Hab mich aber nicht erschreckt hier. Hab halt Pause gemacht. So, also. Wir müssen auf jeden Fall hoch. So, Schlüssel haben wir. Im letzten Part bekommen. Der steht immer noch da. Okay, hoch mit uns. Ganz schnell hoch. Okay. Alter. Warum macht ihr... Was seid ihr für Leute mittlerweile? Machen hier alles zu. Ohne Vorwarnung stehen die da auf einmal. Verarschen einen. Alles ist zu. Was ist das bitte wieder für eine Musik hier? Okay. Für die gruselige Musik. Da kann ich rein. Kann man nicht aufmachen. Radio kann man eh nicht benutzen. Kann ich da oben irgendwo rein? Da oben, ne? Aber hier. Da will ich nicht hin. Will ich dahin? Ich gehe einfach. Ich muss ja gucken, was das wäre. Ja. Er chillt nur. Bei manchen weiß man echt nie, was sie im Schilde führen. Er hat eine komische Fresse. Kannst du auch mal gucken? Da kann ich weiter. Wehe, da macht irgendwas. Die Musik ist so schrecklich. Ganz im Ernst hier. Okay. Oh, das ist ja so fast so eine Kirchenmusik. Ah, jetzt bin ich doch da oben. Hä? Und dann? Von da kam ich ja. Hä? Was soll ich bitte hier oben? Was bringt's? Was bringt's denn bitte hier? Komisch. Der steht immer noch da. Ich. Oh. Ich weiß nicht, was das hier bringt. Ist da noch irgendwo eine Tür? Ah. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Oh, dunkel. Ah, bringt's voll. Okay, hier war glaube ich nichts mehr. Nee. Okay, auch nix. Huh, hell ist immer schön. Die Musik überhaupt nicht. Was ist das für ein Loch? Da gehe ich noch nicht hin. Ich gucke jetzt erstmal in dem Raum hier. Darf ich eine Runde spielen hier? Mega lustig. Was macht ihr eigentlich? Warum seid ihr eigentlich hier? Fernseher sind auch immer böse. Alles gut bei dir? Nein? Oh. Okay, hier bringt's anscheinend nichts mehr. Boah, ich... Manchmal gehe ich zu selbstsicher raus, weil... Auch wenn man mal da war, kann ja trotzdem noch was passieren. Das machen die öfter so. Damit man sich sicher fühlt. Okay, speichern. Wer macht dann... Die beten die alle. Voll das Scheißzimmer hast du dir da ausgesucht. Aber ein Telefon hat er. Excellent. Manchmal passiert
zu wenig. Das macht mir ein bisschen Angst. Wenn man dann immer denkt, da passiert irgendwas. Und sowas ist auch immer heikel aufzumachen. Excel, ich will raus. Nein. Lass mich doch raus. Warum kommt der Vater Martin nicht einfach zu uns hier? Irgendjemand wird noch was machen. Das machen die mit Absicht bestimmt. Erstmal Chillung hier. Und dann erschreckt mich irgendjemand. Warum beten die alle? Ja, direkt hier. Ja. Rast aus. Ich könnte hier raus. Ich kann Selbstmord begehen. Oder auch da. Moment, ich will da noch nicht lang. Aber da, anscheinend muss ich da lang. Ich will mich noch umgucken. Ich will mich in jedem Raum umgucken. Warum wird die Musik so laut? Wiederhole ich mich jetzt hier an den Räumen? Nee, das sieht alles einfach nur gleich aus. Hä? Geht's hier weiter? Bin ich zurückgegangen? Alter, Kamera. Okay, gut. War wieder recht unnötig. Falsch. Ja. Ich glaube, ich muss... Alter! Irgendwas hängt in meinem Gesicht. Geh doch mal raus. Alter. Hä? Ich bin fast rausgesprungen einfach. Ich denke mal, ich muss hier lang, oder? Hier ist ein bisschen nass, ne? Oder hier? Nee. Okay. Oh mein Gott. Warum ist die Tür zugegangen? Okay, da muss ich glaube ich hin. Ja, ist natürlich hier laut, weil da Kirche ist. Also die Kirchenraum so für die Leute anscheinend. Euer Ernst. Euer Ernst? Da steht einfach ein Typ mit einer Kerze. Okay. Nein. Was halten die hier ab, Alter? Was macht die da? Kratzt sie sich am Penis links der? Sind das nicht die mich die ganze Zeit töten wollen? Sind die jetzt nett oder was? Weil Kirchenstunde ist. Boah, das ist gruselig, so Kirchenscheiß. Da ist ein Schlüssel. My job. You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and recall my death, my resurrection, and together we will be free. You are no longer in any danger. The fix the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be. Alter. Alter. Soll ich auch beten? Das ist aber nicht Vater Martin, oder? Nein. Eieiei. Okay. Ich glaube, das geht jetzt ewig. Der hängt da jetzt die ganze Zeit vor dem Schlüssel. Ich glaube, ich kann auch nicht weiter. Das war doch. War das Vater Martin? Habt ihr dazu gemacht? Ich komme immer durcheinander. War das nicht unser
unser Bösewicht hier? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie Vater Martin aussah. Ich glaube nicht, oder? Ich bin verwirrt, schreib's mal in die Kommentare. Könnt ihr mir bitte? Warum seid ihr so freundlich zu mir auf einmal? Hi. Ah, wer hat den größeren? Beide den gleichen, Alter. Es tut mir leid für diese Schlafklappe. Das muss sein. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, was die Story angeht. Das bin ich bei jedem Spiel eigentlich. Ich will das immer nur ganz schnell schaffen. Aber ja, interessant, was hier passiert. Komme ich da noch rüber? Ne. Okay. Nein. Der weiß nicht, wo ich bin, oder? Der kann nicht wissen, in welchem Raum ich bin. Oh, ich dachte, wir wären jetzt hier bald in Sicherheit. Aber anscheinend doch nicht. Moment, was ist unser Ziel? Zum Hauptausgang. Anscheinend muss ich doch nicht. Vielleicht war das echt Vater Martin. Ich bin total verwirrt. Der Dicke mit den Ketten. Macht die irgendeine Tür kaputt jetzt? War überhaupt nicht laut. Der macht jetzt nicht jede Tür auf, oder? Ich glaube, er ist gegenüber. Der macht auch hier auf, oder? Nein, er war... Scheiße! Wie dumm war das denn? Ja, okay. Ich bin durch. Wo muss ich lang? Ich hab doch den Aufzugraum schon mal gesehen. Ah! Ja, okay. Meine Fresse. Okay, das war dumm. Was hat mir gerade den Kopf abgerissen? Ich hab jetzt gerade auf die Uhr geguckt. Irgendwas hat er von mir abgerissen. Wahrscheinlich war es mein Kopf. I don't know. Okay. Hä? Ich dachte, ich komme hier lang. Ah ne, ich muss mich wahrscheinlich irgendwo hier verstecken. Und dann nach rechts laufen. Oh Gott, er hat mich gesehen. Oh, okay. Ah, da, Exit. Nein! Ah ne, fuck, da war ich doch gerade. Oh nein, die dumm! Das habe ich doch gerade eben auch gemacht. Ich weiß ja, wie es geht, aber ich sehe da nur ein Tor zu dem Raum, wo ich hin muss. Okay, ich muss hier dann rumlaufen. Gehen wir jetzt einfach direkt hier rein. So, der muss jetzt weiterlaufen einfach. Nicht hier öffnen. Was ist denn hier eigentlich? Okay. Und dann einfach den Gang weiter und dann irgendwo da verstecken. So schwer scheint die Stelle nicht zu sein. Muss gerade zuhören, wo der ist. Ich glaube, der ist jetzt... Oh Gott! Moment, hier ist dunkel! Scheiße! Lauf! Ja! Und weiter! Das war dumm. Lauf! Hä? Ich hab doch zugemacht! Da! Was ist hier? Irgendwas ist weg. Ah, jetzt macht das Sinn hier. Alter! Oh, leck! Jetzt macht das Sinn, da waren wir eben schon. Rennen ist manchmal einfach das Beste. So. Wahrscheinlich verfolgt er mich weiterhin. Ne? Okay, huh. War eigentlich eine leichte Stelle. Okay, Aufzug, aber es... Ich denke, da kommt noch irgendwas. Boah, mein Schatten. So. Das kann es ja noch nicht gewesen sein. Ich will hier raus. Raus aus der Anstalt. Irgendwas passiert hier noch. Hallo? Hey, 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 hey. Hey.
War ich da nicht schon? Wo fahren wir denn bitte hin? In die Hölle oder was? Alter. Noch tiefer geht's kaum. Ja, danke Spiel. Find einen anderen Weg nach draußen. Alles klar, gut. Machen wir aber dann im nächsten Part. Oh, das waren jetzt zwei kürzere Parts. Aber knapp über 15 Minuten. Tut mir leid, aber ich lade ja immerhin regelmäßig hoch. Passt halt jetzt alles. Mit den Cuts und so. Gut. Ich bin gespannt, ob wir dann einen Weg finden im nächsten Part. Wahrscheinlich dauert's noch ein bisschen, aber gut, dann war's das für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.